Guten Tag, mein Name ist Christina Lunz und ich bin die Mitbegründerin und die Deutschlanddirektorin des Center for Feminist Foreign Policy. Und ich bin Nina Bernarding, die stellvertretende Deutschlanddirektorin von CFFP. Wir haben uns 2016 in London gegründet und Mitte diesen Jahres hier in Deutschland. Wir sind eine Advocacy- und Research-Organisation, die sich weltweit für einen feministischen Ansatz zur Außenpolitik einsetzt. Inspiriert wurden wir dabei vor allem von der schwedischen Regierung, die seit 2014 konsequent eine feministische Außenpolitik verfolgt. Was bedeutet nun jetzt aber eine feministische Außenpolitik? Im ersten Schritt bedeutet es anzuerkennen, dass es weltweit strukturelle Ungleichheiten gibt, vor allen Dingen zwischen Männern und Frauen. Und im zweiten Schritt bedeutet es durchzusetzen, dass jegliche außenpolitische Entscheidungen darauf ausgerichtet sind, diese Ungleichheiten zu bekämpfen. Denn die wissenschaftliche Forschung ist sich hier einig. Die Wahrscheinlichkeit, dass gewalttätige Konflikte ausbrechen, ist umso höher, je höher die Ungleichheit innerhalb einer Gesellschaft ist. Das heißt, eine feministische Außenpolitik ist viel mehr, als hier und da eine Frau an außenpolitischen Prozessen zu beteiligen. Es ist eine Art, die Welt zu analysieren, in der wir leben, und eine Vision für eine Welt, in der wir leben möchten. Feministische Außenpolitik hat dabei immer zwei Dimensionen. Und die erste Dimension ist die Repräsentation, die gleichberechtigte Repräsentation aller Bevölkerungsgruppen. Denn 50% der Bevölkerung steht natürlich 50% der Machtpositionen zu. Feministische Außenpolitik ist aber nichts weiter, und das hatten wir heute Morgen schon gehört, als ein Machtanalyseinstrument. Alle außen- und sicherheitspolitischen Entscheidungen müssen darauf überprüft werden, welche unterschiedlichen Auswirkungen sie auf unterschiedliche Bevölkerungsgruppen haben. Und das haben sie zweifelsfrei, denn unsere Gesellschaften sind geprägt von Unterdrückungsmechanismen wie Sexismus und Rassismus. Feministische Außenpolitik legt daher den Fokus auf die menschliche Sicherheit, was wir auch gerade hörten, statt nationalstaatlicher Sicherheit und hat den Anspruch, wirklich zu verstehen, was Sicherheit für unterschiedliche Individuen und Bevölkerungsgruppen bedeutet. Denn ein Rohingya-Mädchen hat ein anderes Sicherheitsbedürfnis als ein Angehöriger des burmesischen Militärs. Feministische Außenpolitik bedeutet, Visionärin zu sein und das mit dem Krisen verhindern, Konflikte bewältigen und Frieden fördern wirklich ernst meinen. Und nicht länger versuchen, irgendwelche Regeln zu befolgen, die gemacht wurden, lange bevor die meisten hier in diesem Raum wählen oder überhaupt ein Bankkonto eröffnen durften, sondern sich dafür einsetzen, die Regeln neu schreiben zu wollen für eine Sicherheits- und Außenpolitik, um es im UN-Sprech zu sagen, which leaves no one behind. NATO's Claire Hutchison sagt, if we don't have a feminist foreign policy, we are failing. Failing ultimately to understand what foreign policy should be about. Feministische Außenpolitik ist die Analyse von Macht. Wer spricht? Wer wurde nie gehört? Und wie bringen wir die Bedürfnisse aller auf die Agenda? Also nicht nur die ökonomischen Interessen von Waffenproduzenten, sondern auch die Interessen von denen, die einfach nur überleben wollen. Wenn also der Feminismus, also der Einsatz für die Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern, seit Jahrzehnten die wichtigste und erfolgreichste soziale Bewegung für gesellschaftlichen Fortschritt ist, dann muss diese Bewegung auch Einzug in einen der elitärsten Kreise unserer Gesellschaft haben, in die Außenpolitik mitsamt ihrer Diplomatie. Das wäre ein Gewinn für eine wirklich nachhaltige globale Sicherheitspolitik. Vielen Dank.